Die russische Regierungspartei hat bei den Scheinwahlen in der annektierten Ostukraine erwartungsgemäß gewonnen. Laut Wahlkommission holte geeintes Russland in Luhansk, Donetsk, Saporischja und Cherson mehr als 70% der Stimmen. Es gab keine Wahlbeobachter. Berichten zufolge wurden Bürgerinnen und Bürger genötigt, ihre Stimme abzugeben. In der russischen Hauptstadt Moskau wurde gestern auf jeden Fall gefeiert, aber nicht wegen der Wahlen. Partystimmung mitten in Moskau. An vielen öffentlichen Plätzen wird gefeiert, denn die Stadt hat Geburtstag, 876 Jahre. Und fast wirkt es so, als sei in Russland derzeit alles ganz normal. Genauso wie angeblich an den Wahlurnen. In zahlreichen Regionen ist gewählt worden. Gouverneure, Regionalparlamente, Stadt- und Gemeinderäte. Opposition allerdings gibt es kaum noch. Und in der Hauptstadt stand der Putin-freundliche Bürgermeister Sergej Sobjanin zur Wiederwahl. Er gewann, holte 3/4 der Stimmen. Ich nehme an allen Arten von Wahlen persönlich teil. In diesem Fall werde ich für Sobjanin stimmen, damit er seine Arbeit als Bürgermeister fortsetzen kann. Denn ich sehe seinen Beitrag zur Entwicklung der Stadt. Wie hier in Moskau konnten Bürger in mehreren russischen Regionen nun auch online abstimmen. Kritiker befürchten Manipulationen, es wird bereits von Unregelmäßigkeiten berichtet. Russlands Präsident Putin derweil wählte öffentlichkeitswirksam online. Er will sich im kommenden Jahr in seine 5. Amtszeit wählen lassen. Wahlen sind ein direkter Ausdruck des Willens der Bürger, eine Gelegenheit, die Zukunft ihrer Stadt, ihres Ortes, ihres Landes als Ganzes zu beeinflussen. Solche Menschen für Staatsposten zu wählen, denen sie vertrauen und die ihre Interessen vertreten. Zeitgleich fanden auch Abstimmungen in den von Russland annektierten Gebieten statt. In Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischja. Diese Scheinabstimmungen werden international heftig kritisiert.